Da hat die Abgeordnete Mitteldorf das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Zuhörerinnen am Livestream, weil auf der Besuchertribüne ist leider niemand mehr da. Wir befassen uns heute erstmalig, und darauf ist ja schon eingegangen worden, mit einem Bericht der Landesregierung zu ihren Aktivitäten auf dem Gebiet der SED-Aufarbeitung. Uns war es als Koalitionsfraktion ein Anliegen, nachdem wir, und auch das haben wir bereits festgestellt, den nunmehr dritten Bericht vorliegen haben, dass wir diesen auch nutzen, um im Plenum darüber zu diskutieren. Allerdings, und das muss ich auch sagen, bis jetzt vermisse ich allerdings die Debatte darüber. Das finde ich sehr schade. Ich nehme wirklich positiv zur Kenntnis und kann das auch wirklich für mich positiv einordnen, dass der Kollege Wirkner also offensichtlich wirklich schwer beeindruckt ist vom Bericht der Landesregierung, da er ihn ja fast komplett vorgelesen hat. Und ich leider ein bisschen vermisst habe, seine Stellungnahme dazu oder seine Auffassung dazu zu hören. Das finde ich sehr, sehr schade, zumal es mich wirklich interessiert hätte, zu diesem Sachverhalten in den Austausch zu kommen. Es ist aus verschiedenen Richtungen beschrieben worden, was im Bericht steht. Ich begrüße übrigens an dieser Stelle auch den Landesbeauftragten Herrn Dietrich, der ja der Debatte hier auch im Raum folgt. Und für mich, nach Lesen des Berichts, gibt es drei Punkte, die sich daraus für mich ableiten. Das eine ist neben dem, dass ich wirklich sagen muss, dass die Arbeit der IMAG ganz offensichtlich in den letzten drei Jahren, aber ganz besonders im letzten Jahr, einiges erreicht hat. Und das muss man auch sagen, auch im Zusammenhang mit Parlamentsbeschlüssen, die wir hier zum Teil als Koalitionsfraktionen, aber auch, und das ist mir oftmals gerade bei diesem Thema sogar noch viel wichtiger, mit der CDU zusammen Beschlüsse gefasst haben, die Landesregierung beauftragt haben oder sie unterstützt haben bei Vorhaben auf Bundesebene und Bundesratsinitiativen. Der Bericht zeigt also, dass es möglich ist, Dinge zu bewegen, dass es möglich ist, auch Mehrheiten zu finden. Denn, und das, liebe Frau Herold, wenn Sie von juristischen Spitzfindigkeiten und Mehrheitsfindungen reden, die aus Ihrer Sicht nicht nötig sind, dann frage ich mich, wie sollen denn, wenn gerade durch bestehende Gesetze Ungerechtigkeiten nach wie vor oder erneute Ungerechtigkeiten gerade für Menschen mit, also die Opfer geworden sind, bestehen, wie sollen die denn geändert werden, wenn nicht durch Mehrheiten? Und das ist eben das Teil dieser Demokratie, dass natürlich im parlamentarischen Ablauf es Mehrheiten braucht, um Veränderungen zu erzeugen. Deswegen kann ich nur ganz besonders dem Ministerpräsidenten und auch der Staatssekretärin Frau Dr. Winter meinen Dank dafür aussprechen, dass sie unermüdlich gerade in der Frage der Zwangsausgesiedelten unermüdlich sind zum Finden von Mehrheiten durch die MPK Ost und dann eben für den Bundesrat. Weil man sieht eben auch, dass es die Grenze dessen, was man als einzelnes Bundesland erreichen kann, sieht man am Beispiel der Zwangsausgesiedelten. Weil genau da sind wir an dem Punkt, dass das Problem erkannt ist. Wir kennen die Folgen davon. Ich selbst treffe mich alle drei Monate mit Marie-Louise Tröbst als Präsidentin des Bundes der Zwangsausgesiedelten zu sehr regen Austausch. Wir reden 2 bis 3 Stunden miteinander bei jedem Treffen. Und das ist natürlich nicht nur für Sie, sondern auch für mich jedes Mal eine sehr emotionale Begegnung. Wir wissen also im Endeffekt auch die Stellschrauben, wo wir einhaken müssen. Aber uns fehlen die Mehrheiten dafür. Und das ist eine Frustration, die sich auch bei mir in gewisser Weise breit macht, wo es nicht nur darum geht, dass man auf Landesebene Dinge tun kann, weil auch da muss man sagen, dass natürlich Thüringen in den Jahren 1997 bis 2000 schon im Bereich der Zwangsausgesiedelten eine
Regelung getroffen hatte und durch die Stiftung Zwangsausgesiedelten Hilfe pauschale Beträge damals von 4.000 D-Mark an Zwangsausgesiedelte ausgezahlt hat. Das ist ein Novum. Das ist Deutschland bzw. in den ehemaligen ostdeutschen Bundesländern sonst nicht passiert. Das ist sozusagen nur in Thüringen passiert. Aber es gibt eine Problematik, die auf Bundesebene geklärt werden muss. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass nach wie vor nicht geklärt ist, was denn eigentlich mit dem Entschädigungsfonds auf Bundesebene ist, in den auch die Zwangsausgesiedelten im Zuge ihrer Rehabilitierung, also nach ihres Rehabilitierungsprozesses, also nach der Wende, einzahlen mussten. Und wir haben nach wie vor das Problem, dass aufgrund von steuerrechtlichen, finanzrechtlichen Dingen, die auf Bundesebene liegen, viele Zwangsausgesiedelte, wenn es darum geht, ihre enteigneten Besitztümer dafür entschädigt zu werden, dass sie Nullbescheide bekommen. Und diese Rechtsproblematik ist keine Problematik, die das Bundesland Thüringen alleine lösen kann, so gern es das wollen würde. Und genau dafür braucht es auch die Zusammenarbeit mit den anderen ostdeutschen Bundesländern. Und ich bin sehr froh, dass es zumindest in Sachsen-Anhalt Hoffnung gibt insofern, als dass die dortige Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur ein Forschungsprojekt an der Uni Halle-Wittenberg angeregt hat, um genau diese juristische Frage zu klären. Ich hoffe, dass aus der Anregung, dass wir das auch weiter verfolgen können und kann Bodo Ramelow und Babette Winter und natürlich die restliche Landesregierung nur bitten, und weiß auch, dass sie das tun werden, an diesen Sachverhalten weiter dran zu bleiben, weil ich glaube, wir können, und das ist auch mehrfach gesagt worden, wir können nicht länger warten. Weil das, was natürlich ganz ernsthaft passiert, ist, dass die Menschen immer älter werden und irgendwann sterben sie. Und dann sind sie, ohne dass sie jemals wirklich und ernsthaft, sie sind zwar quasi per Blatt rehabilitiert, aber sie sind nie entschädigt worden für die Immobilien, für die Grundstücke und natürlich auch für die seelischen Schmerzen und für das Trauma und die Traumata, die sie erlitten haben, entschädigt worden. Und ich finde, da nochmal wirklich eindringlich weiter zu diskutieren, ist auch eine Aufgabe von uns Parlamentariern, weil wir alle Verbindungen haben in die anderen Bundesländer, in die anderen Länderparlamente, da einfach nochmal weiter versuchen zu sensibilisieren. Ich kann das auch von mir aus sagen, ich habe mittlerweile die dritte Ansprechperson in meiner eigenen Bundestagsfraktion. Also auch da, es liegt sozusagen natürlich auch in den einzelnen Fraktionen daran, dass es ein in dem Fall sehr krasses, kompliziertes Rechtskonstrukt ist, wo wir, glaube ich, nur gemeinsam weiter dran arbeiten können. Da würde ich gerne, also demzufolge nochmal als beispielhaft an die Kolleginnen und Kollegen appellieren, auch in den anderen Bundesländern dafür weiter zu sensibilisieren, weil ich glaube, die Chancen stehen auch mit der Entfristung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze ganz gut, um da auch die Voraussetzungen geschaffen zu haben, um daraus abzuleiten, eine Lösung für die Zwangsausgesiedelten zu finden. Aber wie ich bereits eingangs gesagt habe, wir haben ja, und das finde ich im Übrigen wirklich bemerkenswert, was wir innerhalb des letzten Jahres besonders auch mit Unterstützung des Parlamentes geschafft haben auf Bundesebene, gerade in diesem Bereich. Und ich will aber einen Punkt noch mal sagen, der mich wirklich nach wie vor auch ein bisschen ärgert. Und das ist auch, das ist die Frage der BSTU-Außenstellen. Wir haben, und auch das wird in dem Bericht natürlich erwähnt, wir haben ja hier eine Debatte gehabt und es kam zu einer Situation, die für mich nach wie vor unergründlich ist, in der die gemeinsame Aktivität zwischen Koalitionsfraktionen und der CDU nach einem Gespräch mit Roland Jaden irgendwie auseinandergedriftet sind. So richtig habe ich nach wie vor nicht verstanden, warum das eigentlich damals passiert ist, weil ich glaube, trotz alledem, dass wir im Kern die Intentionen teilen, das hat Herr Wirkner ja heute auch noch mal vorgegeben, aber ich muss eben feststellen, dass es damals in der Debatte dazu eine
Aussage gab, die hieß, wir müssen das jetzt alles sofort entscheiden und machen und tun, weil der Bundestag wird noch vor der nächsten Bundestagswahl ein Konzept entscheiden. Und das hat auch Roland Janus so gesagt, woraufhin ich zumindest immer wieder darauf verwiesen habe, dass der Beschluss im Bundestag eine völlig andere Formulierung hatte, nämlich dass genau das nicht passiert und dass der Bundestag beschlossen hat, eine Entscheidung über die Ergebnisse der Expertenkommission zur Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde eben nicht mehr in der jetzt nunmehr letzten Wahlperiode beschließen wird, sondern darüber nachdenkt, das in dieser zu beschließen. Ich kann eben nur hoffen, und auch das hatte Herr Wirkner ausgedrückt, dass dies auch wirklich passiert und dass man nicht sagt, jetzt lassen wir das alles der Diskontinuität unterfallen und jetzt ist uns das alles nicht mehr wichtig. Ich glaube, da haben wir ja unsere Landesregierung, Gott sei Dank auch im Rücken, zu wissen, dass es weiterhin wichtig sein wird, sich genau auf diesem Gebiet zu engagieren und auch im Übrigen das Konzept, was Roland Jahn ja auch vorlegen soll, dazu ist er ja beauftragt worden, was auch die Frage der Überführung des Archivmaterials in das Bundesarchiv, was ja nicht bedeutet, dass die Akten quasi nach Berlin wandern, sondern dass einfach die Überführung ins Bundesarchiv passiert, dass dieses Konzept ja auch noch nicht vorliegt und ich mich freuen würde, wenn wir vielleicht wieder gemeinsam mit der CDU in einem Gespräch mit Roland Jahn, wenn es denn vorliegt, darüber auch reden können. Es ist schon gesagt worden, dass die IMAG wirklich viel auch interdisziplinär erreicht hat. Ich war auch an einigen Veranstaltungen der Veranstaltungsreihe »Was auf der Seele brennt«. Und auch dazu merken, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung alle anwesend sind, dass quasi mit den Opfern, mit Interessierten, mit Historikern darüber debattiert wird, was möglich ist und was nicht. Und das in einem wirklich sehr ruhigen, in einer sehr ruhigen Umgebung auf Augenhöhe. Auch das hat mich sehr berührt, weil es beweist für mich einmal mehr das, was ich auch immer wieder sage, Aufarbeitung ist kein abhakendes Element. Das heißt, Aufarbeitung funktioniert nicht, indem man sagt, so, wir machen jetzt das, haken das ab und jetzt haben wir das irgendwie erreicht, sondern Aufarbeitung ist ein Prozess. Und Aufarbeitung braucht aus meiner Sicht, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Opferverbänden spreche, und das mache ich so auch sehr regelmäßig, dass es vor allem langfristige Prozesse sind, die Vertrauen brauchen und die einen geschützten Raum brauchen. Und deswegen glaube ich, oder sagen wir mal so, deswegen kann ich vielleicht sogar ein bisschen nachvollziehen, wenn, wie hier in dem Bericht beschrieben, unter dem Punkt der AG Christen, die ins Leben gerufen wurde, hier im Bericht noch mal erwähnt wurde, dass sozusagen von der Partei Die Linke mehr Öffentlichkeit erwartet wird zu der Frage Christen in der DDR. Aber da kann ich auch nur darauf verweisen, ja, man kann darüber nachdenken, man kann aber auch zur Kenntnis nehmen, dass wir bereits 1900, und jetzt muss ich lügen, also vor den 2000ern in der Reihe Kultur neu denken, die meine sozusagen Vorgängerin Birgit Klaubert damals noch mit der Bundestagsfraktion zusammen gemacht hat, eine Veranstaltung hatten mit dem Titel Über Gott reden. Und da ging es nicht nur um das Verhältnis von der Partei, damals noch, glaube ich, sogar PDS oder Die Linke PDS, und Religion und Christentum, sondern es ging auch um die Frage, was sozusagen im Rückblick auf die DDR und auf die Frage SED-Aufarbeitung. Also es sind Dinge, wo man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen muss, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen, sehe ich auch als meine Aufgabe da, den Kontakt noch mal zu intensivieren. Also mit Christian Wagner treffe ich mich natürlich regelmäßig und der weiß das auch. Und der weiß auch um die Bemühungen auf diesem Gebiet. Aber das sind Dinge, die ich völlig gerechtfertigt finde, sie in einem solchen Bericht zu lesen. Man muss sie dann aber, glaube ich, auch ein bisschen in Relation stellen. So viel vielleicht. Dann
ist mir noch ein Anliegen ganz wichtig zu sagen. Und da geht es mir wieder um die IMAG, was ich eben schade finde. Oder wo ich sage, dass ich mir in Zukunft, weil ich hoffe, dass es im Zweifelsfalle auch nach dieser Legislatur eine Fortführung dessen gibt, egal wer da Regierungsverantwortung trägt. Aber ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass die IMAG-Aufarbeitung, auch wenn es eben eine interministerielle Arbeitsgruppe ist, dass es eine Möglichkeit und einen Raum gibt, dass parlamentarische Vertreterinnen und Vertreter mitwirken. Weil es ist natürlich so, wir lesen alle den Bericht und es gibt im Zweifel Dinge, wo wir im Entstehungsprozess vielleicht auch noch einen Impuls hätten reingeben können oder einfach auch in die Frage noch mal anders betrachtet hätten können oder einfach quasi als Verbindung und als Brücke auch zu den Menschen noch verstärkter hätten agieren können. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir oder die Landesregierung auch mal bitten, darüber nachzudenken, ob man dieses Format, also die IMAG sozusagen mit einem weiteren Format andockt, um den Bezug auch noch ein bisschen mehr zum Parlament herzustellen, weil, und das ist völlig klar, Aufarbeitung und ja, auch ein Stück weit Versöhnung, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe von nicht nur logischerweise auch Zivilgesellschaft, sondern von Landesregierung und Parlament, und zwar egal welcher Couleur. Herzlichen Dank.